Lieber Herr Dr. Schuller, lieber Herr Professor Körner, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Ermordung des deutschen Außenministers Walter Rathenau im Juni 1922 hatte Thomas Mann nachhaltig schockiert. Welche Finsternis in den Köpfen dieser Barbaren oder dieser idealistisch Verirrten, schrieb er zwei Wochen nach dieser Tat an den befreundeten Literaturwissenschaftler Ernst Bertram. Der politische Mordanschlag auf den Reichsaußenminister war von Mitgliedern der rechtsextremen Organisation Konsul verübt worden und reihte sich ein in eine Kette terroristischer Anschläge, die die junge Republik nicht zur Ruhe kommen ließ. Der Weimarer Staat war bereits von Anfang an mit Gewalt von rechter und linker Seite konfrontiert. Doch nachdem es den rechtsextremen Kreisen 1920 nicht gelungen war, durch den sogenannten Kapp-Putsch die Regierung zu übernehmen, versuchte sie nachfolgend, die Republik auf terroristischem Wege zu destabilisieren. Mit der Ermordung des Zentrumspolitikers Matthias Erzberger im Sommer 1921 hatte dieses Vorgehen bereits eine neue Dimension erlangt. Erstmals war ein prominenter Politiker des demokratischen Staates den politischen Mordanschlägen zum Opfer gefallen. Die Ermordung Rathenaus im nachfolgenden Jahr traf erstmals ein amtierendes Regierungsmitglied und wühlte angesichts des hohen Ansehens, das Rathenau insbesondere im Bürgertum besaß, die Öffentlichkeit auf wie bisher noch nicht. Auch Thomas Mann öffnete dieses Ereignis weiter die Augen für den prekären Zustand, in dem sich die junge Republik auch wirtschaftlich nicht zuletzt befand. In seinem Brief an Ernst Bertram äußerte er die Ansicht, die Republik sei doch immer noch Deutschland und auf dem Boden der Demokratie vermöge die notwendige neue Humanität nicht schlechter gedeihen als auf dem Boden des alten Deutschland. Wer sich gegen beides stelle, gegen die Republik und die Demokratie, der scheue im Grunde nur Worte. Eine substanziell begründbare Ablehnung ließ Thomas Mann nicht gelten. Er sah vielmehr durch diesen Staat, der, wie er sagt, in unser aller Hände gelegt ist, eine einmalige historische Gelegenheit für Deutschland gekommen, die es zu nutzen gelte. Wenn man bedenkt, mit welcher Vehemenz der Schriftsteller während des Ersten Weltkrieges die deutsche Kultur gegenüber der westlichen Zivilisation verteidigt hatte, wird deutlich, worin genau für ihn diese einmalige historische Situation 1922 bestand. Nachdem nämlich die deutsche Kultur und das Deutsche Reich nicht, wie befürchtet, im Krieg untergegangen waren, besaß das Land nun die Chance, wieder seine Kultur zur Entfaltung zu bringen und damit Deutschland einen Weg in die Zukunft zu ermöglichen. Doch gerade das gewaltsame Opponieren gegen die Republik widersprach dieser Gelegenheit aus Thomas Manns Sicht und gefährdete sie. Thomas Mann fühlte sich hier auch ganz persönlich betroffen. Ich leide unter der Verzerrung des deutschen Antlitzes, schrieb er in seinem Brief an Bertram. Wie ernst und wie stark dieses Leiden war, wird deutlich, wenn man die Konsequenzen betrachtet, die Thomas Mann nun hieraus zog. Er beabsichtigte, einen geplanten Geburtstagsartikel zu Gerhard Hauptmanns 60. Geburtstag im November 1922 zu einer Art Manifest zu gestalten, wie er schreibt, um der Jugend und auch dem Bürgertum ins Gewissen zu reden. Erstaunlicherweise ging Thomas Mann kurz darauf sogar noch einen Schritt weiter. Nachdem er nämlich seinen Beitrag im Sommer verfasst hatte, um ihn für das Novemberheft der Neuen Rundschau abliefern zu können, entschloss er sich, seinen Aufsatz auch als Rede in der Hauptstadt vorzutragen. Und dieser Schritt war durchaus ungewöhnlich für den Schriftsteller, denn bisher hatte er noch keinen derartigen politischen Auftritt angestrebt. Zunächst wartete noch Thomas Mann einen Moment ab, wie sein Verleger Samuel Fischer auf den eingereichten Aufsatz reagiere.
Als Fischer dann im September eine positive Rückmeldung gab und Manns Beitrag sogar als das erste Glockenzeichen bezeichnete, das dazu führen könne, endlich eine neue Atmosphäre in Deutschland zu schaffen, in der Glaube, Liebe und Hoffnung gedeihen werden, so Fischer wörtlich, verfolgte also Thomas Mann daraufhin die Idee der öffentlichen Rede konsequent weiter. Er mietete selbst den Berliner Beethovensaal, um dort schließlich am 13. Oktober aufzutreten und seine Sache lutherisch durchzufechten, wie er Klaus Bringsheim schrieb, dem Zwillingsbruder seiner Frau. Thomas Manns Bekenntnis zur Republik löste bekanntlich ein Echo der Zustimmung und gleichzeitig der Ablehnung aus. Schlagartig veränderte sich seine Rolle. Für die Gegner der jungen Republik war er nun ein verloren gegangener Verbündeter, ein Abtrünniger. Mann über Bord und Saulus Mann lauteten die Titel in jenen Zeitungen, die die Enttäuschung und Empörung auf konservativer bzw. rechter Seite zum Ausdruck brachten. Gerade hier hatte man bislang trotz verschiedener Vorbehalte Thomas Mann zur eigenen Seite zugehörig geglaubt. Teilweise hatte man in ihm sogar einen Führer gesehen, doch nun wandte man sich enttäuscht von ihm ab. Wenn der Schriftsteller nur die Jugend sehen könne, schrieb der Germanist Ewald Geißler, wie sie immer wieder kommt mit dem Ruf, ist es möglich? Auch Thomas Mann? Er steht nun auch drüben. Wer die Betrachtungen eines Unpolitischen gelesen hatte, jenes opulente Werk, das während des Ersten Weltkriegs entstanden und im Herbst 1918 erschienen war, wenige Wochen vor dem Ende des Kaiserreichs, der konnte sich an ablehnende Äußerungen Thomas Manns gegenüber der Demokratie, der Republik und überhaupt der Politik erinnern. Mitunter waren sie äußerst scharf formuliert und geprägt von Trotz, Provokation, Polemik, Wut und Einseitigkeit. In dieser Schrift waren Sätze zu finden wie »Ich will die Monarchie« oder »Ich will nicht die Parlaments- und Parteiwirtschaft, welche die Verpestung des gesamten nationalen Lebens mit Politik bewirkt.« Die Betrachtungen eines Unpolitischen waren ein Buch, das sich auch mit solchen energischen Aussagen gegen die Verwestlichung wehrte, gegen die mit ihr verbundene völlige Demokratisierung, Politisierung und Ökonomisierung. Doch man wird nicht übersehen können, dass solche vehementen Aussagen sogleich auch wieder ein paar Seiten weiter relativiert werden. Dann heißt es plötzlich, ich zitiere wieder, ich bin nicht Partei, wahrhaftig, ich bekämpfe nicht die Demokratie. In den zustimmenden Reaktionen auf dieses Buch gab es entsprechend auch begründete Vorbehalte. Aber sie spielten zunächst nur eine untergeordnete Rolle. Bei der Rezeption dieser Schrift in den ersten Jahren, unmittelbar nach Kriegsende, verfolgte man primär die eigenen politischen Interessen und sah in Thomas Mann einen brauchbaren, konservativen Verteidiger Deutschlands. Manchmal bestimmen doch die eigenen Ideen und Haltungen sehr das Lesen und man überliest vielleicht auch manches. Doch 1922 schien plötzlich alles anders. Hatte Thomas Mann jetzt seine bisherigen Überzeugungen nun aufgegeben und die Seite gewechselt? Auf den ersten Blick wird der Widerspruch deutlich, der durch die Republikrede entstanden war. Thomas Mann selbst war jedoch anderer Auffassung. Er sah in seinem Bekenntnis zur Republik keinen Bruch zu seinen bisherigen Überzeugungen. Es sei die gerade Fortsetzung der wesentlichen Linien der Betrachtungen, äußerte er gegenüber seiner mütterlichen Freundin Ida Boyett aus Lübeck. Wie lässt sich also, meine Damen und Herren, diese Diskrepanz erklären? War Thomas Mann doch kein Anhänger der Republik, kein Demokrat? Wenn man weiterblickt, zeigt sich, dass das Bekenntnis Thomas Manns keine Sache des Augenblicks war.
Seit seiner Republikrede hat sich der Schriftsteller auf vielfältige Weise als Fürsprecher und Verteidiger der Republik gezeigt, mit großer Energie für diese erste Demokratie sich eingesetzt. Sogar sein literarisches Werk steht in einem engen Bezug zur Entwicklung der Weimarer Republik und zeigt einen politischen Gehalt, der sich nicht ausblenden lässt. Warum also engagierte sich Thomas Mann für diese Republik? Wie stand er nun zur Demokratie? Und welchen eigentlichen tiefergehenden Grund gab es dafür, dass er sich 1922 unter dem Eindruck der Ermordung Walter Rathenaus dazu entschloss, ein öffentliches Bekenntnis abzulegen? Um dies beantworten und auch verstehen zu können, inwieweit sich Thomas Mann mit der Republik identifizierte, wie er vom unpolitischen zum politisch engagierten Künstler wurde, müssen wir uns zunächst seine Haltung vor, während und in den ersten Jahren nach dem Weltkrieg zuwenden. Denn erst hierüber wird weiter ersichtlich, wie sich sein Verhältnis zur Politik und Demokratie schrittweise veränderte und er der Republik bereits vor 1922 aufgeschlossen gegenüberstand. Hieran anknüpfend werden wir anhand einiger Beispiele genauer verfolgen können, wie und warum er sich bis 1933 als Fürsprecher und als Verteidiger der Republik erwies. Vor dem Ersten Weltkrieg begegnen wir Thomas Mann, dem Lübecker Kaufmannssohn, Jahrgang 1875, in der Tat überwiegend als unpolitischem Künstler. Das heißt nicht, dass er politisch desinteressiert gewesen sei. Thomas Mann war ein regelmäßiger Zeitungsleser. Er gehörte nicht zu jenen, die die Welt der Politik ignorierten oder aus ihrem Leben ausklammerten. Doch Äußerungen zu politischen Themen gab der Schriftsteller jenseits des privaten Umfelds nur selten und dann eher beiläufig, wie zum Beispiel seine Antwort auf die Rundfrage des Berliner Sozialdemokraten Julius Moses zur Lösung der Judenfrage im Jahre 1907. Knapp ein Jahr gehörte er dem Münchner Zensurbeirat an, trat aber von diesem Amt zurück, weil er nicht weiter mit der Beschränkung von Geist und Freiheit befasst sein wollte. Und in seinem Werk lassen sich in dieser Zeit durchaus politische Aspekte ausmachen, wenn man beispielsweise an die 1848er Revolution in den Buddenbrooks denkt oder an die ironisch karikierenden Anspielungen auf Wilhelm II. In seinem Roman Königliche Hoheit von 1909. Aber insgesamt spielte die Politik keine gewichtige Rolle und auch von Seiten seiner Zeitgenossen wurde der Schriftsteller kaum politisch rezipiert. Dass sich Thomas Mann weitgehend politisch zurückhaltend gab, liegt in seinem künstlerischen Selbstverständnis begründet. Für ihn hatte die Literatur keinen politischen Sinn und Zweck. Thomas Mann verfasste keine politisch engagierte Literatur und deshalb betrachtete er auch im Künstler grundsätzlich den Unpolitischen. Man wird jedoch nicht übersehen können, dass Thomas Mann in dieser Zeit die Politik doch als eine besondere Herausforderung speziell des Schriftstellers begriff. Der Ausgangspunkt hierfür war die Feststellung, es gebe in Deutschland, so Thomas Mann, eine gewisse Literaturfeindschaft, die mit dem Vorwurf verbunden sei, der Geist wirke durch seine Kritik zersetzend. Diese Ansicht wollte Thomas Mann jedoch nicht vertreten und nicht gelten lassen. Er sah im Literaten vielmehr denjenigen, der gerade durch Geist und Kritik zur Höherentwicklung beitrage. Der Geist sei, so Thomas Mann, das produktive Prinzip der Ungenügsamkeit. Doch zugleich erkannte er auch eine Ambivalenz, die dem Literaten ebenfalls zu eigen war. Während der Literat einerseits nämlich die positive Fähigkeit besitze, über Bewusstheit, höchste psychologische und sittliche Reizbarkeit, über Güte und Humanität zu verfügen, konnten diese Eigenschaften andererseits bei politischer Teilnahme zu einem fast trivialen, fast kindlichen Radikalismus und Demokratismus führen. Dies war nämlich die negative Seite des Literaten, zu der ihn die Politik bringen konnte. Thomas Mann blickte somit zwar skeptisch auf die Politik, aber er blickte auf sie. Er sah, dass auch der Schriftsteller die Politik grundsätzlich nicht unberücksichtigt lassen konnte. Sie war eine Gegebenheit, zu der man sich zu stellen hatte, zu der er auch sich zu stellen hatte.
Diese Beobachtung Thomas Manns resultierte aus seiner intensiven Beschäftigung mit der Frage, was eigentlich das Wesen der Kunst sei und was überhaupt heute in seiner Zeit den modernen Künstler ausmache. Beide Fragen konfrontierten ihn in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg mit einer Fülle von Problemen, für die er erst in der Weimarer Republik endgültig eine Lösung fand. Und es war diese Lösung, die zugleich eng mit seiner positiven Haltung zur Republik verknüpft war. Deshalb müssen wir uns zum weiteren Verständnis diese Probleme für einen kurzen Moment noch etwas genauer vor Augen halten, weil es sozusagen ein Schlüssel ist zum weiteren Verständnis Thomas Manns, der viel zu wenig bisher betont wurde und wird. Thomas Mann sah sich nämlich mit dem Umstand konfrontiert, dass Geist, Kritik, Erkenntnis, Vernunft und überhaupt Zivilisation mit Technik und Politik nur einen Teilbereich des Menschen ausmachen. Darüber hinaus existiere noch eine Sphäre, die vom Verstand nicht abgedeckt sei und zu der Thomas Mann Begriffe wie Schönheit, Schöpfertum, Kunst, Dämonie und überhaupt das Wort Kultur oder den Begriff Kultur zählte. Dieser zweiten Sphäre schienen Geist, Verstand und Zivilisation teilweise oppositionell gegenüberzustehen. Deshalb unternahm Thomas Mann bereits vor dem Ersten Weltkrieg den Versuch, sich über die Gemeinsamkeiten und die Widersprüche beider Sphären weiter Klarheit zu verschaffen. Gerade als Künstler beschäftigte ihn die Tatsache, dass der Mensch nicht nur auf die rationale Seite begrenzt werden könne, sondern auch über irrationale Dimensionen verfüge, die mitunter eine schöpferische Kraft darstellten. Hierzu zählte auch die Religion. Mit Blick auf die Geschichte der Menschheit befand Thomas Mann, dass es Hochkulturen gegeben habe, die niemand angesichts der modernen zivilisatorischen Standards als zivilisiert betrachten würde. Die Zivilisation erschien ihm aufgrund ihrer kritisch-rationalen Eigenschaften und ihres aufklärerischen Impetus als etwas, das die zur Kultur gehörigen andersartigen Eigenschaften tendenziell nicht nur auszuklammern, sondern mitunter gar gezielt aufzulösen schien. Es gelang Thomas Mann jedoch nicht, die konstatierten Widersprüche und Gegensätze wie erhofft zu ordnen und für sich zu klären. Er ließ daher hierzu seinen geplanten Essay Geist und Kunst als amorphe Notizenmasse liegen. 1912 deutete er allerdings eine Lösung an. Ihm schien der Dichter derjenige zu sein, der die vielen Gegensätze in sich trage und daher einzig und am besten befähigt sei, eine Synthese zu bilden, einen dritten Weg jenseits der Gegensätze zu gehen. Thomas Mann schreibt, der Dichter erstellt sie dar, die Gegensätze, immer und überall, und Versöhnung von Geist und Kunst, von Erkenntnis und Schöpfertum, von Intellektualismus und Einfalt, von Vernunft und Dämonie, von Askese und Schönheit, kurz das Dritte Reich. Eine solche Sichtweise 1912 bekräftigte einerseits Thomas Manns unpolitische Haltung. Einem politischen Schriftsteller, der Partei ergreift und Position bezieht, war die Synthese, die Überwindung der Gegensätze unmöglich aus seiner Sicht. Aber andererseits, das sah er auch, konnte ein Künstler, dem die Synthese gelingt, nicht die verschiedenen Elemente des Lebens ignorieren. Die Politik, die Demokratie, überhaupt die vielen Facetten der Zivilisation, sie mussten auch von ihm berücksichtigt werden und sie mussten Eingang finden in die Synthese. Thomas Mann sah sich selbst aber nicht zur Verwirklichung dieses Ideals, dieses gedachten Ideals vom Dichter in der Lage und der Erste Weltkrieg ließ 1914 die offen gebliebenen Probleme mit voller Wucht wieder hervortreten. Denn nun waren sie von existenzieller Bedeutung für ihn und rückten zugleich in einen politischen Kontext ein. Denn Thomas Mann betrachtete die Gegner Frankreich und England als Länder der Zivilisation, die Deutschland und die Kultur und seine Kultur akut bedrohten. Im sogenannten Kulturkrieg ging es für den Schriftsteller um die Verteidigung seines persönlichen Kunst- und Kulturverständnisses,
das für ihn nun zugleich unauflöslich ein nationales war. In der westlichen Zivilisation sah er den drohenden Weg in die völlige Politisierung und Demokratisierung, die zu einem Ende der Kultur und damit auch der unpolitischen Kunst führen werde und die sich deshalb, so Thomas Mann, als Enthumanisierung und als Entdeutschung erweise. Mit seinen Wortmeldungen zu Beginn des Krieges und den 1918 veröffentlichten Betrachtungen eines Unpolitischen versuchte Thomas Mann, sich massiv hiergegen zur Wehr zu setzen. Allerdings sah er dabei bereits selbst in diesen Jahren ein, dass es nur ein Rückzugsgefecht war. So sehr, meine Damen und Herren, die Betrachtungen von Abwehr, Polemik und diversen pessimistischen Sentenzen geprägt sind, stellen sie zugleich einen dialektischen Orientierungsversuch dar, einen sehr gequälten mitunter, der Thomas Mann aber weiter verdeutlichte, dass sich Politik und Demokratie nicht ignorieren ließen, dass sie sich nicht ausschließen ließen. Ich zitiere, aber Antipolitik ist auch Politik, gestand er sich und seinen Lesern in diesem Werk ein. Denn die Politik ist eine furchtbare Macht. Weiß man auch nur von ihr, so ist man ihr schon verfallen. Man hat seine Unschuld verloren. Wenn man verstehen möchte, warum es Thomas Mann mühelos gelang, 1918 bereits vom Kaiserreich Abschied zu nehmen und sich seit seinem ausdrücklichen Bekenntnis zur Republik im Jahr 1922 für sie einzusetzen, wird man die hierfür konkreten Ansätze bereits in seinen Überlegungen während des Krieges nicht übersehen können. Bereits in seinen Betrachtungen übte der Schriftsteller deutlich Kritik, nämlich am Kaiserreich. Auch das bestehende politische System habe es aus seiner Sicht nämlich nicht vermocht, die Kultur zu stärken. Vielmehr habe sogar das Kaiserreich das Gegenteil bewirkt. Der Aufstieg und die Dominanz der Wissenschaft, insbesondere der Naturwissenschaften, der Technik und der Wirtschaft, hätten die Kultur geschwächt. Ein geistloser Kapitalismus und oberflächliche Annehmlichkeiten der Konsumwelt beeinträchtigten längst die soziale Bindekraft und verhinderten, dass der Mensch sich zur Persönlichkeit ausbilde. In der Figur des Thomas Buddenbrook sah Thomas Mann den inzwischen vorherrschenden Typus des Leistungsethikers schon dargestellt, den er selbst bereits um 1900 gestaltet hatte. Diese Figur sei ein Sinnbild für die Fehlentwicklung, die das Bürgertum in Deutschland betreffe. Denn der Bildungsbürger sei vom Bourgeois verdrängt worden und das Kaiserreich habe diese Entwicklung nicht verhindern können. Deshalb erschien Thomas Mann das bisherige Kaiserreich auch nicht als erhaltenswerter Musterstaat. Zwar mochte dieser Staat im Vergleich zu den westlichen Demokratien noch der Kunst und dem Künstler mehr Freiraum gelassen haben und auch eine Innerlichkeit, die einen vor der Politisierung bewahrte, aber zur Kulturnation sei Deutschland nicht geworden. Der Triumph der Realpolitik, so Thomas Mann weiter, habe dies verhindert und dazu beigetragen, dass der freie geistige Bürger aufgehört habe zu bestehen. Und diesen Vorwurf richtete Thomas Mann zugleich an das Bürgertum selbst. Denn auch das Bürgertum habe bislang von sich aus nicht die Kraft oder die Fähigkeit gezeigt, der Kultur zur Hegemonie zu verhelfen. Im Krieg betrachtete Thomas Mann daher auch eine Möglichkeit, die Fehlentwicklungen endlich zu korrigieren. Dabei sah er nun ein, dass es kein apolitisches Dasein gab und es entsprechend auch keine Ausgrenzung der Politik, keine Politikenthaltung mehr geben konnte. Aus diesem Grund suchte Thomas Mann zwischen 1915 und 1918 in seinen Betrachtungen nach einem Weg der Politikbegrenzung. Es sollte verhindert werden, dass die Politik überhand nehme, überhaupt beherrschend sei. Ein Bestandteil dieses Weges lag in der neuen Bedeutung, die dem Bürger und dem Künstler zukommen solle. Aus Thomas Manns Sicht bot die Kultur dem Menschen der Moderne, der metaphysisch obdachlos geworden war und in einer pluralen Gesellschaft lebte, die nicht mehr von einem einheitlichen, verbindlichen Zentrum zusammengehalten und regiert wurde,
den Raum und das Mittel der Sinnstiftung. Die Kunst weise den Weg, das Leben ethisch zu erfüllen. Im Künstler könne der Bürger jenen Menschen entdecken, der nicht zu den Extremen neige, der kein Fanatiker, kein Ideologe oder Dogmatiker sei, sondern der das Leben liebe. Wir können hier bereits erkennen, meine Damen und Herren, wie Thomas Mann nun beginnt, wieder an seine Syntheseidee anzuknüpfen, die er bereits vor dem Krieg angedeutet hatte. Doch nun geht er einen Schritt weiter und verknüpft den Künstler stärker mit der Bürgerlichkeit. Dies geschah auch, um sich vom Ästhetizismus natürlich abzugrenzen. Der Weg zum Künstler führe immer über die Bürgerlichkeit, denn zur Bürgerlichkeit gehörten Bildung und eine ethische Lebensführung, die sich aus Eigenschaften wie Ordnung, Ruhe, Fleiß und Folge speise. Diese beiden Facetten der Bürgerlichkeit führten dazu, dass der Bürger bereits ein Mensch des mittleren Weges, des Ausgleichs werde, kurz ein Mensch der Humanität. Auf den Bourgeois treffe dies jedoch nicht zu und genauso wenig treffe es auf den politischen Bürger, auf den Citoyen zu. Es gelte allein für den Bildungsbürger. Thomas Mann erschien daher, die Förderung des Bildungsbürgers und hierüber den möglich werdenden Aufstieg zum Künstler als eine alternative Fortschrittsgeschichte. Und er unternahm nun sogar, noch während des Krieges, einen ersten vorsichtig vagen Blick auf einen anderen Staat der Zukunft, in dem Bildungsbürger und Künstler wieder zur Geltung kommen würden. Thomas Mann schwebte eine Form der Meritokratie vor, in dem insbesondere das Bildungsbürgertum zur dominierenden Schicht werden sollte und der bürgerliche Künstler seiner staatlich verfassten Nation ihr metaphysisches Wesen geben würde. Der Schriftsteller deutete in seinen Überlegungen sogar konkret an, die Macht im politischen System durch ein verändertes Wahlrecht neu auszutarieren, bei dem nicht mehr Stand und Klasse, Einkommen und Besitz beispielsweise als Kriterien gelten, sondern nur noch Bildung. Es war, meine Damen und Herren, zweifelsohne ein elitäres Konzept, das einerseits einen demokratischen Zug aufwies, indem es im Kern das Volk als Inhaber der Staatsgewalt betrachtete oder es versuchte. Andererseits besaß es zugleich eine antidemokratische Tendenz, indem es Herrschaft nämlich auf jenen Bevölkerungsteil beschränkte, der über Bildung verfügte. Konnte aber auch jeder Bildung erlangen, wie Thomas Mann als Wunsch andeutete? Sein Konzept blieb wenig konkret. Die Gedankengänge des Schriftstellers verdeutlichen dennoch drei Dinge. Erstens wollte Thomas Mann der Kultur wieder zum Hochbegriff verhelfen. Dies war nur durch die Einheit von Staat und Kultur möglich, durch einen Kulturstaat. Zweitens sollte das Bildungsbürgertum politisch Verantwortung übernehmen. Das heißt, statt reiner Innerlichkeit war die Politik ein notwendiger Bestandteil, um die Kultur zu bewahren. Drittens sollte Deutschland auf diese Weise eine eigene Form von Demokratie ausbilden, die nicht dem westlichen Weg folgte, sondern dem deutschen Wesen gerecht würde. Es ist deshalb nicht überraschend, meine Damen und Herren, dass Thomas Mann im Zuge der Revolution von 1918 ohne Schmerz, ohne Wehmut Abschied von der Monarchie nahm. Ein Herzensmonarchist war er nicht. Vielmehr stand er der Revolution von Anfang an aufgeschlossen gegenüber und es überrascht. Am 10. November, einen Tag nach der Abdankung des Kaisers, notierte er in sein Tagebuch: Ich heiße die neue Welt willkommen. Trotz verschiedener skeptischer und teilweise ablehnender Äußerungen gegenüber dem konkreten Verlauf der Revolution, viel Distanz auch, sah Thomas Mann in dem Umsturz aber generell durchaus eine Rettung. Denn nun bot sich ihm, Thomas Mann, eine konkrete Perspektive. Das von außen befürchtete Ende war noch einmal abgewendet worden und Deutschland erhielt die Gelegenheit zu zeigen, dass es seine Zukunft selbst gestalten könne und auch werde. Und im Winter 1918-19 aktualisierte Thomas Mann seinen längst formulierten Wunsch, dass etwas Neues entstehen solle, indem er nämlich äußerte, es sei nun die deutsche Aufgabe, zwischen Bolschewismus und westlicher Plutokratie in Politik etwas Neues zu erfinden. Diese Sichtweise gab Thomas Mann auch öffentlich bekannt.
Im Januar scheute Thomas Mann nicht davor zurück, eine Anfrage der Reichszentrale für Heimatdienst positiv zu beantworten. Er bekundete für eine Veröffentlichung, der soziale Volksstaat, wie er sich jetzt bei uns befestigen will, lag durchaus auf dem Wege deutscher Entwicklung. Er mahnte nur an, dass dieser Staat auch des bürgerlichen Geistes bedürfe. Einen Zusammenbruch aber sah er in der Revolution nicht. Und seine Veröffentlichung erschien als Plakat und zudem im sozialdemokratischen Vorwärts. Mit politischen Konzepten setzte sich Thomas Mann hingegen nicht eingehender auseinander. Er erörterte keine verfassungspolitischen Fragen und unterbreitete auch keine diesbezüglichen Vorschläge. In dieser Hinsicht blieb die Politik für ihn eine fremde Welt, mit der er sich nur begrenzt befasste. Politik war nicht sein Beruf. Vielmehr hielt er die Zeit für gekommen, sich wieder ganz der Kunst zuzuwenden, um nicht nur Abstand zum Krieg zu gewinnen, sondern um auf diese Weise auch Deutschland zum ersehnten Neuen zu führen. Denn schließlich habe ja der Künstler seinem Staat Sinn zu stiften. In seiner Tischrede auf den Komponisten Hans Pfitzner erklärte Thomas Mann 1919, nun stehe die tiefe Einkehr und nationale Selbsterforschung auf der Tagesordnung, um aus der erlebten Krise herauszutreten. Deutschland müsse sich selbst verstehen, um sich selber treu bleiben und zwischen Ost und West seinen eigentümlichen Weg finden zu können. In der Besinnung auf die Kultur sah er die zentrale Antwort auf die problematische geistige Lage und den derzeit weltgefährlichen ekstatischen Extremismus. Die Kultur stehe schließlich für Ganzheit und Harmonie. In seinen beiden Idyllen Herr und Hund und Gesang vom Kindchen aus dieser Zeit bot Thomas Mann ein erstes Gegenprogramm zur Kriegszeit. Er sah hierin eine seelische, idyllisch-menschliche Reaktion auf die Zeit, den Ausdruck einer durch Leiden und Erschütterung erzeugten weichen Stimmung, den Bedürfnissen nach Liebe, Zärtlichkeit, Güte und auch nach Ruhe und Sinnigkeit. Auf diese Weise wollte er dazu verhelfen, an die Kraft und die Möglichkeit zu glauben, die Deutschland durch seine Kultur in erster Linie gegeben seien. Die neue Republik schien diesem Anliegen zunächst ja nicht entgegenzustehen. Doch Thomas Mann ging zugleich geistig wieder einen Schritt weiter auf die Republik zu. Hieran hatte seine Beschäftigung mit Goethe im Winter 1918-19 einen entscheidenden Anteil. Goethe verhalf Thomas Mann nun zum gesuchten künstlerischen Selbstbewusstsein und hierüber zur weiteren politischen Positionierung. Es gelang ihm nun sogar, die Politik in sein Humanitätskonzept zu integrieren, sie zu einem Bestandteil der Kultur zu machen. In seinem 1921 gehaltenen Vortrag über Goethe und Tolstoi erklärte Thomas Mann, dass die Selbstausbildung des Menschen der erste wichtige Schritt sei, um zur Persönlichkeit zu werden. Doch die Menschenbildung sei damit noch nicht abgeschlossen. Bei Goethe werde man einer schönen Menschlichkeit ansichtig, die zeige, dass das Soziale aus der Kultur- und Bildungsidee organisch erwachse. Sein Wilhelm Meister habe es gezeigt. Erst das Soziale, ja Politische, so Thomas Mann wörtlich, gehöre zur Vervollkommnung unabkömmlich dazu. Und bei der Frankfurter Goethe-Woche Anfang 1922 formulierte Thomas Mann es noch deutlicher. Wenn die Sphäre der Humanität alles Menschliche umfasse, gehöre dazu auch, dass der Mensch vom Sozialen angerührt, der unzweifelhaft höchsten Stufe des Menschen, des Staates nämlich, ansichtig wird. Und hier begegnen wir nun einer grundsätzlichen Bejahung des Staates als Bestandteil der Humanität. In der Weimarer Republik, einem Staat, der den Bürgern zugefallen war, sah Thomas Mann nun die Gelegenheit zur Verwirklichung der Humanität. Sie war für ihn die lange gesuchte Synthese, das Dritte Reich, von dem er bereits sprach. In seiner Republikrede erklärte er, die Humanität sei die deutsche Mitte, das schön Menschliche, in dem die vielen verschiedenen Gegensätze vereint würden. Die Republik
sei ihre positive Rechtsform, die es anzunehmen gelte. Denn nur diese Staatsform biete dem Bildungsbürger die Chance, einerseits auf Freiraum und selbstgestaltete Einbindung in den Staat andererseits. Ein solcher Staat werde schließlich der Kultur und insbesondere der Kunst zum Aufschwung und zur Hegemonie verhelfen. Deutschland könne so zum Meisterwerk werden, wie Thomas Mann schon 1921 in seinem Vortrag Goethe und Tolstoi erklärt hatte. Ich zitiere: Deutschland, einer klugen und reichen Fuge gleich, deren Stimmen in kunstvoller Freiheit einander und dem erhabenen Ganzen dienen. Es war ein Traum, wie er gestand, ein sehr poetischer Traum, der jedoch, so Thomas Mann, wert ist, geträumt zu werden, der wert ist, geglaubt zu werden. Und mit seinem Bekenntnis zur Republik appellierte nun 1922 Thomas Mann schließlich für die Verwirklichung dieses Traumes. Im Angebot der politischen Möglichkeiten erschien ihm die Republik offenbar die beste Form zu sein, um die genannten Ziele zu erreichen. Dass jedoch Teile der Bevölkerung dieses politische System ablehnten und durch Gewalt zu destabilisieren versuchten, führte Thomas Mann vor Augen, wie dringlich ein positives öffentliches Bekenntnis zu Weimar war. Für ihn stand nun durchaus und wieder einmal die Existenz der deutschen Kultur und damit Deutschlands überhaupt auf dem Spiel und damit verbunden nicht zuletzt sein eigenes künstlerisches Selbstverständnis. Er sah keine Alternative zur Republik. Die Ermordung Walter Rathenaus war daher auch nicht der primäre Grund dafür, dass Thomas Mann zur Republik gefunden hatte. Diesen Weg war der Schriftsteller längst gegangen. Die Mordtat am deutschen Außenminister hatte ihm allerdings vor Augen geführt, um was es ging, wie ernst die Situation war. Thomas Manns Bekenntnis geschah durchaus aus Überzeugung, auch wenn er sich nicht mit Verfassungsfragen oder Demokratietheorien befasst hatte und gegenüber den konkreten politischen Fragen weiterhin auf Distanz blieb. Sein Beruf blieb die Kunst. Er war jedoch zum Vernunftrepublikaner geworden, weil er die Republik als historische Tatsache akzeptierte. Doch es war mehr als nur eine Vernunftentscheidung. Sein Anliegen, das er mit der Republik verknüpfte, ging weiter. Thomas Mann hatte endlich für sich eingesehen, dass die Republik die geeignete Form zur Verwirklichung der Humanität darstelle. Nach seiner Republikrede begann sich Thomas Mann auf vielfältige Weise in der Republik zu engagieren. Dies hing zum einen mit seiner eigenen Überzeugung zusammen, in den geistigen und politischen Auseinandersetzungen dieser Zeit weiterhin Stellung beziehen zu müssen. Er sah sich in der selbst auferlegten Verantwortung, als Künstler Antwort auf das notwendige Orientierungsbedürfnis zu geben. Er sah sich in der selbst auferlegten Verantwortung, als Künstler Antwort auf das notwendige Orientierungsbedürfnis zu geben, Mut und haltbaren Sinn zuzusprechen, kurz an einem gelingenden Leben des Einzelnen und der Gesellschaft mitzuwirken. Zum anderen zog er nun aber auch das Interesse von prorepublikanischer Seite, von Politikern, Parteien, verschiedenen interessierten Bürgern und auch von staatlicher Seite weiter auf sich. Die Befürworter und Verteidiger der Republik suchten nun in ihm einen repräsentativen Unterstützer. Und Thomas Mann ließ sich auch immer wieder in die Pflicht nehmen, verweigerte sich der geistigen Politik, wie er 1924 einmal formulierte, nicht. So sprach er zum Beispiel 1923 bei einer Gedenkveranstaltung für Walter Rathenau. Diese Zusammenkunft wurde von der Arbeitsgemeinschaft republikanischer Studenten Münchens zum Jahrestag der Ermordung des deutschen Außenministers ausgerichtet. Auch Reichspräsident Friedrich Ebert nahm hieran teil und Thomas Mann sprach bei dieser Veranstaltung über den Geist und das Wesen der Deutschen Republik. Er erklärte erneut deutlich, die Republik sei die Einheit von Staat und Kultur und sie könne, so Thomas Mann, etwas wunderbar und vollendet Deutsches, ja, die Vollendung deutscher Menschlichkeit bedeuten. Doch müsse man dafür etwas tun und dürfe die Republik nicht als etwas ganz Bekämpfenswertes betrachten. Thomas Mann hielt nun wieder mal öffentlich dem Bürgertum vor, dass es seinen bisherigen Bildungs-, Kultur- und Humanitätsbegriff viel zu früh geschlossen hat, als es das politische Element und den republikanischen Gedanken ausschloss, so Thomas Mann wörtlich.
Doch beides gehöre dazu. Dieser neue Humanitätsgedanke sei nicht das klassizistisch verstaubte Zubehör einer bankrotten Epoche, der eben zu Grabe sinkenden bürgerlichen Epoche des 19. Jahrhunderts. Genau damit reagierte der Schriftsteller auf die konstatierte zeitgenössische Kritik an dem vorherrschenden Relativismus und dem sich hieraus doch zunehmenden Verlangen nach dem Absoluten, auf das auch die totalitären Ideologien setzten. Der radikalistische, reaktionäre Faschismus, so Thomas Mann, sei ebenso wie der Kommunismus keine alternative Antwort auf die Idee der Humanität, die in der Republik verwirklicht werden müsse. Republik sei, so Thomas Mann wörtlich, ideell genommen und von mangelhaften Wirklichkeiten abgesehen, nichts anderes als der politische Name der Humanität. Auch in den nachfolgenden Jahren nahm Thomas Mann an verschiedenen Veranstaltungen von prorepublikanischen Vereinigungen, Gewerkschaften oder Politikern teil. 1924 folgte er der Einladung des Stralsunder Regierungspräsidenten Hermann Hausmann, zum Verfassungstag am 11. August im Theater von Stralsund zu sprechen. Vor Ort konnte Thomas Mann die überall wehenden Hakenkreuzfahnen wahrnehmen, wie er notierte, die er schon auch aus München kannte. Thomas Mann versäumte nicht, in seiner Rede darauf einzugehen, dass die neue politische Verfassung vielleicht nicht vollkommen sei, doch gäbe es keinen Grund, sich ihr zu verweigern. Es gäbe keine Alternative. Und schließlich sei genau diese Verfassung doch eine Kundgebung von Lebenswillen und Lebensbegabung von erstaunlichster und bewunderungswürdigster Art. Im gleichen Jahr beteiligte sich Thomas Mann erstmals sogar direkt am Wahlkampf. Bei der Reichswahl sprach er sich öffentlich 1924 für die linksliberale DDP aus. Die Deutsche Demokratische Partei hatte durch Persönlichkeiten wie Hugo Preuß Anteil am Zustandekommen der Verfassung gehabt und gehörte zu den tragenden Parteien Weimars. Ähnlich engagiert war Thomas Mann auch ein Jahr später, 1925, bei der Wahl des Reichspräsidenten. Nach dem Tod Friedrich Eberts veröffentlichte er eine Würdigung des ersten Reichspräsidenten, in der er bekundete, seine Sympathie für Ebert ist grenzenlos. Anschließend sprach er sich öffentlich mit dem Zeitungsartikel »Rettet die Demokratie« gegen die Wahl Hindenburgs aus. Eine Wahl dieses Mannes zum Oberhaupt würde das Land, so Thomas Mann, in einen Zustand der Unruhe, der Unsicherheit und der inneren Kämpfe zurückwerfen, die doch glücklich überwunden schienen. Für Thomas Mann war Hindenburg ein Recke der Vorzeit. Er wäre daher stolz, so Thomas Mann, auf die politische Zucht und den Lebens- und Zukunftsinstinkt unseres Volkes, wenn man auf die Wahl Hindenburgs verzichte. Dass Thomas Mann damit auf den Zentrumspolitiker Wilhelm Marx als Alternative setzte, der von SPD, DDP und Zentrum unterstützt wurde, brauchte er nicht eigens im Aufruf erwähnen. Neben der Innenpolitik ließ sich Thomas Mann nun aber auch außenpolitisch in Dienst nehmen. Nachweislich konnte ihn das Auswärtige Amt 1924 für eine kurzfristige Reise nach Dänemark einspannen, um dort zum kulturpolitischen Engagement beizutragen. Angesichts der britischen und französischen Aktivitäten versuchte das Auswärtige Amt, die Freunde der deutschen Literatur in Dänemark durch einen Auftritt Thomas Manns zu unterstützen. Man wolle auf diese Weise auch die deutsche Kultur dort präsentieren, im Wettbewerb. Der Schriftsteller betrachtete es als Ehrenpflicht, dem Ruf zu folgen, wie er nach Berlin schrieb, und reiste für Vortrag und Lesung nach Aarhus. Ähnliches versuchte man 1925 auch in England. Der deutsche Botschafter und die Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes versuchten Thomas Mann für mehrere Vorträge am King's College in London zu gewinnen. Den Wunsch hierzu hatte der dortige Rektor geäußert und man griff diese Anfrage umgehend auf, weil man sich hiervon ein verstärktes Engagement in England, in dem Land des früheren Feindes, versprach. Die Reise Thomas Manns sollte offensichtlich eine Art Auftaktveranstaltung sein für eine auf Dauer zu leistende Aufklärungsarbeit über Deutschland, wie es in den Akten im Auswärtigen Amt heißt.
Obwohl man das Zustandekommen der Vorträge von deutscher Seite finanziell auch zu ermöglichen versuchte, konnte Thomas Mann diesmal aber dem zeitlichen Rahmen, der gegeben war, nicht entsprechen und musste absagen. Von besonderer Bedeutung waren allerdings Thomas Manns Beiträge dann zur Verständigungspolitik mit Frankreich. Im Zuge der Annäherung Deutschlands und Frankreichs, zu der 1925 die bedeutenden Locarno-Verträge gehörten, beteiligte sich der Schriftsteller mit Beiträgen in französischen und deutschen Zeitschriften, um auf eine Annäherung beider Staaten dafür einzustehen. 1926 reiste er auch nach Paris und versuchte dort einen Beitrag zur geistigen Zusammenarbeit zu leisten, so formulierte es der deutsche Botschafter an der Seine. Thomas Mann warb vor Ort für die Sympathie, die notwendig sei, um einen gelingenden politischen und kulturellen Austausch zu ermöglichen. Der einst betonte Gegensatz von Kultur und Zivilisation sollte überwunden werden. Es sei im gemeinsamen Interesse, dass das beschädigte Europa wieder genese und sich erhebe. In Frankreich konnte der Schriftsteller schließlich an der Sorbonne von Henri Lichtenberger auch erfahren, dass man in ihm einen Repräsentanten des zeitgenössischen Deutschland erkannte, der aber das alte und das neue Deutschland, und zwar in harmonischer Synthese, verkörpere. Die Republik schien einen glaubwürdigen Vertreter zu besitzen und auch der deutsche Botschafter Hoesch konnte zufrieden nach Berlin melden, Thomas Mann habe mit seinem eindrucksvollen Vortrag ein Bild des gegenwärtigen geistigen Deutschland geboten, mit einem Bekenntnis zur Demokratie, aber voller Stolz auch der Wahrung der deutschen Eigenart und des deutschen Rechts. Ein besonderes Augenmerk Thomas Manns galt aber naturgemäß der Literatur. Hier sah er angesichts der geistigen Zustände in Deutschland einen Bedarf an Aufklärungsarbeit sowie ein geeignetes Bildungsmittel. Als Mitglied der Sektion für Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste plädierte er dafür, die gewählte Bezeichnung Dichtkunst durch den Begriff Literatur zu ersetzen. Er reagierte damit auf eine Debatte, in der die Dichtung als etwas betrachtet wurde, das der Literatur überlegen sei. Beim Dichterischen steht der Verstand still, hatte der Schriftsteller Josef Ponten erklärt und in der Dichtung positiv einen Weg zurück zur irrationalen Natur gesehen, die unerörterbar und immer gültig sei. Thomas Mann hingegen betrachtete Geist und Kritik als unverzichtbaren Bestandteil, um die Kultur von einem Abgleiten in die Unvernunft zu bewahren. Heute brennt uns der ganze geistige Komplex auf den Nägeln, äußerte er in der Konstituierungsphase der Sektion für Dichtkunst. Es sei passender, Literatur als Begriff zu wählen, denn zu ihr gehöre unbedingt auch das kritisch-essayistische und das historisch-kulturphilosophische Element. Beides sei ein unverzichtbarer Bestandteil des literarischen Lebens und Thomas Mann warb zugleich dafür, im Künstler nicht länger einen ganz unpolitischen, der gegenwärtigen Welt entrückten Eremiten zu betrachten. Doch durchsetzen konnte er sich mit seinem Veränderungsvorschlag nicht. Zu Thomas Manns vielseitigem Engagement für Literatur gehörte aber auch ein besonderes Projekt, das die nationale Verengung überwinden sollte, in der er eine Gefahr sah. Die Republik sollte wieder eine Möglichkeit bieten, mit der Welt in Verbindung zu stehen und den kosmopolitischen Geist zu stärken. Aus diesem Grunde wirkte Thomas Mann 1926 und 27 an einem besonderen Buchprojekt mit. Gemeinsam mit dem deutsch-amerikanischen Schriftsteller Hermann George Scheffauer gab er die Buchreihe »Romane der Welt« heraus. Jede Woche erschien eine preiswerte Ausgabe von einem bekannten oder weniger bekannten Schriftsteller aus dem Ausland. Die Deutschen, schrieb Thomas Mann im Vorwort zum ersten Buch dieser Reihe, seien ein derzeit eingeengtes und auf sich selbst zurückgeworfenes Volk. Es bedürfe daher der Steigerung des Lebensgefühls in Deutschland. Und dies sei möglich, indem man wieder mehr mit der Welt in Kontakt komme. Die Romane sollten einen Beitrag hierzu leisten, zumal sie aufgrund eines gering gehaltenen Preises einen massentauglichen Zugang ermöglichen sollte. 2,65 Reichsmark kostete, glaube ich, jedes Buch. Es war ein soziales und politisches Projekt, um, so Thomas Mann, die Sehnsucht nach Weite und Welt zu bedienen. Und Thomas Mann wollte hiermit zum Wiederaufbau Deutschlands beitragen.
Wenn man das Wirken Thomas Manns betrachtet, wird man aber auch sein eigenes Werk in Betracht noch kurz ziehen müssen. Die Weimarer Verhältnisse sind nicht spurlos hieran vorbeigegangen. Gerade der 1924 veröffentlichte Zauberberg ist ein Roman, der zutiefst mit Manns republikanischem Bekenntnis verbunden ist. Auch wenn der Roman selbst noch eine Gesellschaft der Vorkriegszeit zu schildern scheint, sind die Prägungen durch die 20er Jahre unübersehbar. Der Zauberberg führt dem Leser ja einen Bildungsprozess vor Augen, bei dem die bürgerliche Haltung der Mitte, das heißt die Humanität, als positive Lebensform vorgestellt wird. Der Protagonist Hans Castorp gelangt nicht nur zur Einsicht, dass die Gegensätze im menschlichen Leben beherrschbar sind, weil sie überhaupt erst durch den Menschen entstehen und der Mensch es selbst ist, der sozusagen vornehmer ist als sie und deshalb auch Herr der Gegensätze werden könne. Vor allen Dingen entdeckte dieser junge Ingenieur zwischen Settembrini und Naphta als Lehrmeister die Liebe als jene große Macht, die stärker ist als der Tod. Nur sie könne Güte und Menschenliebe geben. Und der Prüfstein zur Humanität liege deshalb im Umgang mit dem Tod. Ihm, der zwar zum Leben dazugehöre, solle man auch im Herzen die Treue halten, wie Castorp einmal romantisch festhält, aber es dürfe doch nicht vergessen werden, dass Treue zum Tod und Gewesenen nur Bosheit und finstere Wollust und Menschenfeindschaft ist, sofern sie unser Denken und auch unser Regieren bestimme. Als Maxime habe deshalb dieser auch gesperrt gesetzte Satz im Zauberberg zu gelten, der Mensch soll um der Güte und Liebe willen dem Tod keine Herrschaft einräumen über seine Gedanken. Diese Einsicht bleibt bei Castorp allerdings nur ein Gedanke, der sich noch dazu wenig später zu verflüchtigen beginnt. Er wird nicht zur Wirklichkeit. Der Bildungsprozess des Protagonisten ist nicht abgeschlossen und indem der Roman schließlich mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges endet und auch Castorp ins Flachland der Heimsuchung stürzen lässt, bleibt das formulierte Traumgedicht vom Menschen nur eine Ahnung vom Neuen. In der Weimarer Republik jedoch präsentierte Thomas Mann auf diese Weise seinen Lesern im Jahr 1924 den Ersten Weltkrieg als Epochenwechsel. Seitdem habe ein anderer Abschnitt in der Geschichte begonnen, der zu etwas Neuem führen soll. Doch wie dieses Neue aussieht, beantwortet der Roman nicht. Es ist die Frage, die Thomas Mann sich selbst seit langer Zeit stellt. In seinem Dritten Reich der Humanität, wie er schreibt, hatte er eine Antwort gefunden, die es weiter zu verfolgen, die es zu verwirklichen gelte. Doch wie sah es mit den anderen Bürgern der Republik aus? Der letzte Satz, meine Damen und Herren, des Zauberbergs endet ja mit einer Frage. Es ist eine Frage, nachdem Hans Castorp den Erzähler auf dem Schlachtfeld aus den Augen entschwindet und der Satz lautet etwas gekürzt, wird auch aus diesem Weltfest des Todes einmal die Liebe steigen? Es ist die Frage, die Thomas Mann den Bürgern der Weimarer Republik stellt und seine Antwort war eindeutig. Die Republik vermag dem Traum zur Wirklichkeit verhelfen. Man musste ihn nur erst einmal bekommen und auch annehmen. Thomas Mann betrachtete es als seine Aufgabe, hierzu als Künstler beizutragen und auch als Bürger. Nicht zuletzt im Nationalsozialismus sah er schließlich die konkrete politische Gefahr, die er entschieden bekämpfte. Schon früh hatte er diese Partei in München wahrgenommen. 1921 sprach er erstmals in einem unveröffentlicht gebliebenen Text vom Hakenkreuz-Unfug, den er als plumpen, populären Ausdruck der kulturellen Reaktion betrachtete. Auch in den nachfolgenden Jahren verfolgte er die weitere Entwicklung. 1925 veröffentlichte er seinen Vortrag Goethe und Tolstoi als überarbeitete Essay-Fassung und ging darin ausführlich auf den Faschismus in Europa ein. Hierin sah er einen antiliberalen Rückschlag, der sich politisch äußere in der überdrussvollen Abkehr von Demokratie und Parlamentarismus, in einer mit finsteren Brauen vollzogenen Wendung zur Diktatur und zum Terror. Der Faschismus Italiens ist das genaue Gegenstück zum russischen Bolschewismus und seine antikische Geste und Mummerei kann nicht über die Humanitätsfeindlichkeit seines Wesens hinwegtäuschen. Entsprechend sorgenvoll blickte Thomas Mann auch zunehmend auf den Nationalsozialismus.
Als die NSDAP im September bei der Wahl einen großen Wahlsieg einfuhr und schlagartig zur zweitstärksten Kraft wurde, entschloss sich Thomas Mann erneut dazu, eine Rede in Berlin zu halten. Wieder einmal sah er sich zum entschiedenen gesellschaftlichen Einspruch verpflichtet und betonte deutlich wie seit dem Krieg nicht mehr, dass man auch als Künstler angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung kaum noch frei und unbefangen sein könne, dass das künstlerische Schaffen einem, so Thomas Mann, zur seelischen Unmöglichkeit wird. Im Nationalsozialismus sah Thomas Mann die akut drohende Verneinung der Kultur und der Humanität, und der Kulturstaat drohte in die Ferne zu entschwinden. Er hielt angesichts des Wahlergebnisses dem Bürgertum vor, die Berührung mit dem lebendigen Geist, die Sympathie mit seinen Lebensforderungen verloren und verlernt zu haben. Und aus diesem Grunde stellte sich der Schriftsteller an die Seite der SPD. Seit Beginn der Republik habe sich die sozialistische Klasse in der Praxis als geistfreundlich erwiesen. Und das ist, so Thomas Mann, wie heute alles liegt, das Entscheidende. Der politische Platz des Bürgertums sei deshalb heute, 1930, und das gilt für die nachfolgenden Jahre, an der Seite der Sozialdemokratie. In den nachfolgenden Jahren war Thomas Mann weiterhin in Sorge, die Republik könne ihren Kredit verspielen, wenn sich nicht etwas verändere. In seinem Goethe-Vortrag von 1932, anlässlich des 100. Todestages des Dichters, betonte er, wörtlich, der Kredit, den die Geschichte der bürgerlichen Republik heute noch gewährt, dieser nachgerade kurzfristige Kredit, beruht auf dem noch aufrechterhaltenen Glauben, dass die Demokratie, was ihre zur Macht drängenden Feinde zu können vorgeben, auch kann, nämlich eben die Führung ins Neue und Zukünftige zu übernehmen. Hierzu sah Thomas Mann eigentlich die Deutschen durch ihre Bürgerlichkeit berufen. In einer Republik sollten sie das Dritte Reich der Humanität leben. Nachdem die NSDAP bei den Reichstagswahlen 1932 schließlich zur stärksten Kraft wurde, ließ sich Thomas Mann wieder zu einem politischen Auftritt überzeugen. Diesmal ging die Anfrage vom preußischen Kultusminister Adolf Grimme aus. Die geplante Rede im Januar 1933 musste allerdings verschoben werden. Thomas Mann war erkrankt. Und am Ende las der Sozialdemokrat Adolf Grimme die Rede Thomas Manns auf dem Kongress Das freie Wort vor. Denn nachdem der Schriftsteller am 11. Februar zu einer Vortragsreise nach Amsterdam aufgebrochen war, wenige Tage nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler, blieb der Schriftsteller im Ausland. Es war jener ungeplante Abschied von einem Land, das sich nun schrittweise von der Republik verabschiedete. Ich komme zum Schluss. Das Engagement Thomas Manns verdeutlicht, dass er sich seit seiner Republikrede 1922 letztlich doch als überzeugter Fürsprecher und Verteidiger dieser jungen Demokratie zeigte. Der Schriftsteller ließ sich hiervon trotz zunehmender, mitunter heftiger Anfeindungen und Ausgrenzungen, die er erlebte, nicht abhalten. Auch wenn sein öffentliches Bekenntnis nach der Ermordung Rathenaus vielen als Wende erschien und diese Ansicht bis heute weite Verbreitung besitzt, verstellt diese Sichtweise doch den Blick auf den viel komplizierteren Weg, den Thomas Mann gegangen war. Seine Republikrede war nicht grundlos auch ein Einspruch gegen seine eigene Rezeption und auch ein Stück weit eine Korrektur der Waffen, die er geliefert hatte, wie er einmal selbst betonte. Denn er selbst stand bereits von Anfang an der Republik mit einer gewissen Unbefangenheit und Aufgeschlossenheit doch gegenüber. Auch wenn er sich nicht eingehender mit politischen Konzepten befasste und sein Weg zur Weimarer Demokratie ein sehr eigener war, hat er sie auf seine Weise akzeptiert. Die Deutsche Republik war für ihn zum alternativlosen, lebensfreundlichen Modell geworden, das einen Weg in die Zukunft versprach. Hieran aktiv Anteil zu nehmen, war Thomas Mann in dieser Zeit als Bürger und als Künstler zur gewünschten Selbstverständlichkeit und dann auch zur zunehmenden Notwendigkeit geworden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.